Krass war es eher, dass viele Gesichter gefehlt haben, die sonst einfach immer dabei waren. Ich war tatsächlich relativ zuversichtlich, dass wir gut durch die gesamte EM durchkommen. Es gibt 5 weitere positiv getestete Spieler, Stand jetzt in Bratislava. Ist natürlich schwierig, wenn du dann halt spielst und musst den Leuten auf der Bank teilweise, die aus Deutschland ein paar Tage vorher kamen, erklären, wie die taktischen Sachen weiterlaufen. Ja, also es war wirklich chaotisch, weil ich habe mit dem Bundestrainer und selbst mit Matthias Andersson vorher nicht face-to-face gesprochen, sondern wir haben uns das erste Mal in der Kabine gesehen. Deswegen war klar, dass wir eigentlich, wenn alles normal läuft, jetzt irgendwann mal das Turnier verlassen müssen. Glaube ich, positiv, dann negativ oder umgekehrt negativ, positiv, negativ getestet. Ich erinnere mich an das Telefonat mit David Schmidt. Wir würden dich gerne nachnominieren. Die Rückmeldung war: Wann geht der Flieger? Das war schon geil. So. Ich bin natürlich gespannt gewesen. Ich wusste, dass die Jungs sich vor der Anreise getestet hatten, dass in den Vereinen getestet wurde und es im Prinzip alle negativ angekommen sind und negativ getestet angekommen sind. Deswegen war ich vor dem ersten Test noch ziemlich entspannt. Interessant wurde dann der zweite Test, zu gucken, hat sich vielleicht an den letzten Spielen noch jemand angesteckt. Und als die dann auch negativ waren, habe ich gedacht, gut, jetzt haben wir es geschafft, wir können hier in Ruhe trainieren und uns gut und ja, ohne Corona-Infektion auf die EM vorbereiten. Ich bin ganz sicher, dass wir eine Überraschung bei der EM bringen können. Ja, immer fragen die Leute, ja, ist er vergleichbar mit 2016? Ich habe immer gesagt, nein, ist nicht vergleichbar. Aber natürlich ist es vergleichbar. Es geht ja darum, das war auch eine Stimmung da, war eine unerfahrene, relativ unerfahrene junge Mannschaft, die einfach wollte und auch eine Mannschaft war. Und das ist, bin ich Meinung, wir können das wieder, aber ich werde weiterhin sagen, dass wir eine ziemlich unerfahrene Mannschaft, die fast nur mit fast wie ein Lottogewinn aus der Gruppe kommt. Ja? Aber es ist alles andere als meine Meinung. Okay? Mein Ziel ist klar, Medaille mit Deutschland zu holen. Ja? Und 24, 23, aber liebsten jetzt. Ja? Und das ist möglich, 100% möglich. Das liegt nur an uns. Nur an uns. Und wir uns jetzt erarbeiten, wie konzentriert wir diese Sache gehen. Okay? Die Zeit in Großwaldstadt haben wir im Wesentlichen dazu genutzt, auf das aufzusetzen, mit dem wir mal in Hennef oder in Düsseldorf auch begonnen haben. Die Basis ist gelegt, der Grundstein ist gelegt, die grundsätzliche Idee, wie wir im Angriff spielen wollen, wie wir Tempo spielen wollen, auch wie wir eine Abwehr verteidigen wollen. Das ist gelegt und jetzt muss eben darauf aufgebaut werden. Und in Großwaldstadt war es so, dass ja noch viel Basisarbeit gemacht werden musste, weil wir natürlich auch wieder in einem Kader zusammen waren, der so in der Form auch noch nicht zusammengespielt hatte. Wie läuft es überhaupt? Ich war sehr zufrieden, muss ich sagen, das war die Trainingszeit in Großwaldstadt ist sehr gut gelaufen und ich glaube, sogar für uns wäre mehr drin gewesen, wenn wir ein bisschen mehr Glück hätten mit den Corona-Erkrankungen. Hello.
Ja, wir waren ja seit 1. Januar zusammen in der Sportschule in Großwallstadt und waren daher komplett abgeschottet. Wir waren total zufrieden über unsere Location-Wahl. Wir waren froh, dass die Organisation so gelaufen ist, dass wir da auch keine Medienvertreter, keine anderen Gäste im Hotel hatten. Wir konnten top trainieren, ohne irgendwelche Fahrwege zu haben. Wir hatten keine Chance irgendwo, uns irgendwas einzufangen, und haben dann auch in den ersten Tagen des Längers immer wieder wahrgenommen, dass Meldungen kamen aus verschiedenen Nationen, dass da ein Corona-Fall aufgetreten ist, dass das Spiel abgesagt worden ist. Unglaublich viele Statements mitbekommen, wo wir gesagt haben, wie kann das passieren, was machen die? Weil wir leben eigentlich in unserem geschlossenen Raum trotzdem sehr gemütlich und haben uns wohlgefühlt und hatten eigentlich keinerlei Gefahr erkannt, dass irgendwas passieren könnte bei uns. Und dann war es dann so, dass ich dann gegen Abend vor dem Spiel oder zwei Tage vor dem Spiel die Information bekommen habe, dass in Serbien das Problem aufgetreten ist, dass momentan ein, zwei Spieler schon den positiven Befund haben, auch einer aus dem Staff, unter anderem glaube ich auch ein Physiotherapeut, und dass dann eben die Gefahr da war, dass sich das Virus da bei den Serben verbreiten würde. Und dann war für uns schon klar, hoppla, es könnte knapp werden, weil Serbien war unser geplanter Gegner. Und wenn die Spiele weggefallen wären, wir haben vorher darüber gesprochen, wir haben eine ganz junge Truppe mit wenig Erfahrung, wir haben ganz wichtige Spiele gehabt. Wir hatten eigentlich auch Spiele geplant mit Zuschauern schon wieder in Deutschland, und das war natürlich für uns ein harter Schlag. Aber wir haben es Gott sei Dank lösen können, weil wir haben dann Ersatzgegner finden können. Und wenn er aufgeht, komm, hey! Komm auf, Leute! Hey, komm, das ist geil, auf! Okay, komm, komm, komm! Das ist ein geiler Gegner, wir sind vielleicht nicht Favorit, aber das ist das beste Testspiel, das wir kriegen können. Heute zeigen wir, was wir drauf haben. Auf geht's! 1, 2, 3, Deutschland! Nicht nur 7-6-Training, das ist auch genau die Phase, wo wir besser werden müssen. Ja? Komm, wir holen uns das Ding jetzt. Komm, 1, 2, 3! Deutschland! Ich erinnere mich noch an das, an den letzten Wurf von Luca, wie dann die ganze Mannschaft aufs Spielfeld gestürmt ist. Bei einem Freundschaftsspiel. In Anführungsstrichen Freundschaftsspiel oder Vorbereitungsspiel. Wie wichtig uns das war, das Spiel zu gewinnen. Wie wichtig es uns war, das mit Luca in dem Moment auch zu teilen, das Gefühl, und ihm auch zu zeigen, die ganze Mannschaft freut sich über diese letzte Aktion. Aber in dem Moment war so klar, Mensch, wir schaffen es, ein schwieriges Spiel gegen Frankreich auch noch mal zu drehen, zurückzukommen und letztendlich mit einem Schlusspfiff das Ding dann auch zu gewinnen. Das war für uns einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl und ein sehr, sehr gelungener Abschluss für die Vorbereitung. We thank you for flying with us today and we wish you all the best with your matches here. Thank you and goodbye. Ja, wir haben uns unglaublich professionalisiert in den letzten Jahren. Wir haben die Anreise optimal mit einem Charterflug organisiert gehabt. Wir haben sofort bei Ankunft einen PCR-Test gemacht. Wir haben dann gleich unsere Einzelzimmer bezogen, die wir im Vorfeld klar gemacht haben, dass wir alle einzeln wohnen wollten, um eben eine mögliche Infektion dann irgendwo auch klein zu halten und nicht gleich den Zimmernachbar mit zu infizieren. Wir haben dann unseren Aufenthaltsraum oder unsere Aufenthaltsebene beziehen dürfen. Wir haben uns da ganz elitär was organisiert, ein Penthouse im Prinzip, wo wir uns hätten unglaublich wohlfühlen können, wenn es ein Turnier gewesen wäre, das normal verlaufen wäre. Wir hatten wirklich dann auch ein, zwei Tage, ich glaube eineinhalb Tage war es, wo wir noch keinen Fall gehabt hatten. Wir gesagt haben, Mensch, da haben wir jetzt die Chance, eine richtig schöne, lange EM zu spielen, mit einem tollen Blick über Bratislava, mit einer eigenen Küche oben. Wir haben so einen Koch dabei gehabt, der sagt, okay, auch da kann ich euch das Risiko nehmen. Auch da wird sich keiner infizieren, weil wir nicht im Speiseraum sein werden mit anderen Mannschaften. Alles wunderbar organisiert und für uns undenkbar, dass irgendwas passieren könnte. Bevor wir auf das Sportliche gucken, einmal zu den Bedingungen. In Ungarn gibt es ja laute Kritik, unter anderem von Nikola Karabatic, zu den Corona-Schutzbedingungen. Und es gibt auch schon Corona-Ausfälle. Kann das eine faire EM werden?
Das hoffen wir natürlich. Ich kann natürlich nur für Bratislava sprechen und für uns. Wir fühlen uns sehr gut aufgehoben, wollen uns jetzt aufs Sportliche konzentrieren. Ich glaube, damit sind wir ganz gut bedient und werden jetzt Vollgas geben und alles andere versuchen wir auszublenden. Hey, es sind nicht viele Zuschauer da, aber ihr habt gemerkt, die haben Bock auf uns. Also nehmen wir die direkt mit. Auf geht's! 1, 2, 3! Deutschland! Auf, auf, hey! Deutschland! His ability to go from distance and go over the defense is there, and that's going to be a really well taken goal, but a little bit of luck for Belarus. Faber now moving out of the central position more towards the wing, and that's a well played, a really good passage of play this from Germany. They've overturned it here. They could be going in front. Oh, not with a pass like that though. Oh, they might now. Oh, where have Belarus gone? Ja, typisches Auftaktspiel, würde ich sagen. Wir haben in der ersten Halbzeit vor allem sehr Probleme gehabt gegen ja, Rückraum-Kreis-Zusammenspiel. Wenn ich mich recht erinnere, da ist noch nicht so viel zusammengelaufen. Haben uns dann aber auch in der zweiten Halbzeit gefangen und ja, das Spiel einfach gewonnen. Und darum ging es auch. Und viele Spieler haben gute Spiele gemacht. Ich meine, dass Kai da auch ein überragendes Spiel gemacht hat. Und ja, da waren einige schon und auch Julius im Turnier angekommen. Und ja, haben uns dann auf die restlichen Spiele in der Vorrunde gefreut. Das war ein Doppler. Oh, okay. 1-0. Ja. Oder? Ja, hat sich auf jeden Fall komischer angefühlt. Das geht 0-0. Nee, mach 1-0. Also, okay. Hat sich komisch angefühlt. Glaube ich dann, das war am Tag nach dem Spiel, das heißt die anderen Gruppen haben dann gespielt, haben wir zusammen Handball geguckt. Ja, und dann kam, glaube ich, der Doc rein und hat gesagt, dass es ganz schön wäre, wenn Julius einmal rauskommt mit Maske. Und dann haben wir schon geahnt, dass es ja, dann losging. Das war ein echter Schlag in den Nacken. Das war wirklich, das war ein Stimmungskiller. Es war so ein Schockmoment, weil wie hat sich Julius Kühn bitte infizieren können? Das war für uns irgendwie nicht zu verstehen. Wir hatten ja auch ganz, ganz strenge Verhaltensregeln für unsere Spieler und die Spieler hatten überhaupt nicht versucht, irgendwo an eine Grenze zu kommen. Das war eben auch ein Merkmal unserer Mannschaft. Vielleicht auch die Hand von Johannes als Kapitän, der sich einfach an Vorgaben, an Regeln, an Abmachungen unglaublich intensiv hält und das eben auch sein Team vermittelt hat. Und es gab überhaupt keinen Anlass, irgendwo zu vermuten, Mensch, das hätte da und da passieren können, vielleicht ist der abends noch weggegangen oder sonst irgendwas, aber das gab es gar nicht. Wir hatten eine Liste, die wir abarbeiteten, beziehungsweise einen Fahrplan für diese Fälle. So konnten wir im Prinzip auf ein ja, vorgeplantes Handlungsschema zurückgreifen und das lief dann auch sehr gut. Das erste war natürlich ein Test aller Kontaktpersonen, sprich wir haben die gesamte Mannschaft einmal extra mit PCR-Tests getestet, mit Schnelltests vorweg, mit PCR-Tests zusätzlich, also eine Runde mehr als die EHF auch mit vorgegeben hat und haben den Spieler natürlich isoliert. Der ist in ein externes Hotel gebracht worden. Du musst aufholen und dann musst du die aber anbieten für. Komm, Gas geben! 1, 2, 3, Deutschland! With the goal. Oh, well played. Lipka had gone the wrong way, but just managed to stretch out that left arm of his and keep the ball out. Now there's a chance here. Germany could get two. Oh, yes! In flight goal, Hafner! The buzzer. Yes, he's got it in. Oh, nice. Great, Sir Klimka. What is going on? Ja, wir haben heute ein sehr, sehr gutes Spiel wieder abgeliefert und konnten das zweite Spiel gewinnen und das natürlich einfach geil.
uns war ein Riesenproblem. Das haben wir auch deutlich moniert, dass wir einfach zwischen der Testabnahme und dem Testergebnis zu viel Zeit vergehen lassen hatten. Also wir hatten im Prinzip den Test am, keine Ahnung, Mittwochvormittag gemacht und haben dann zum Teil das Ergebnis am Donnerstagnachmittag erst bekommen. Das ist einfach viel zu viel Zeit, weil zu dem Zeitpunkt, wo dann der Test genommen wird und wenn der Test dann positiv gewesen ist, hat man keine Chance gehabt, denjenigen rauszufiltern, weil der einfach noch 1,5 Tage lang nichts von seinem positiven Test gewusst hat. Und das war sicherlich für uns ein Riesenproblem, das wir auch intensiv angegangen haben. Aber auch da habe ich auch Verständnis, dass in so einem Ostland in Europa die Voraussetzungen nicht herrschen wie beim Deutschen Handballbund, die einfach auch wirtschaftlich andere Mittel haben als vielleicht der Verband der Slowakei. Die deutsche Nationalmannschaft hat es coronatechnisch leider erneut erwischt. Es gibt 5 weitere positiv getestete Spieler, Stand jetzt in Bratislava. Es sind die 5 Spieler Timo Kastening, Kai Häfner, Andy Wolf, Luka Witzke und Lukas Mertens, die positiv getestet wurden. Ja, es wurde ganz normal kommuniziert, dass wir, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon auf den Zimmern waren, weil ja, Vorsicht geboten war. Es haben natürlich dann auch vor allem Doc dafür gesorgt, dass man die Kontakte einfach runterfährt, dass man sich nicht mehr im Aufenthaltsraum aufhält. Und dann wurde, glaube ich, tatsächlich eine Zoom-Konferenz eingerichtet, wo wir alle zusammengekommen sind. Und dann wurde uns gesagt, dass ja, neue Positive dazugekommen sind. Letztendlich war dann so viele Spieler, die alle auch gesagt haben, ja, ich bin sofort, ich leg los. Dieser große Zusammenhalt in diesem erweiterten Kader war schon beeindruckend. Wir müssen jetzt dann auch, wenn es Balla ist, ihr macht jetzt den Test hier und dann müssen wir uns nochmal noch den Wind halten, ja? Das war sehr direkt. Jogi, du hast mir versprochen zu kommen, wenn ich ein Problem habe, also bitte komm jetzt. Wir buchen dir einen Flug. Und dann war so, okay. 2 Sätze mehr werden ganz gut. Und dann haben wir kurz darüber gesprochen, dass natürlich der eine oder andere positiv war. Für mich war sofort klar, dass ich es machen muss, weil ich es auch versprochen habe, wenn der unerwartete Fall eintritt, dass viele Torhüter ausfallen. Dann ging es aber natürlich noch darum, hier einiges zu organisieren. Mein lieber Schirm, hi. Schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Klamotten holt ihr die gleich um? Ja, ja, ich bring kurz die Sachen aufs Zimmer. Perfekt, dann probiert es kurz an, wenn irgendwas ist. Ich habe alles x-fach noch dabei fürs Spiel. Gut. Ja, schon ein bisschen seltsam. Wir haben ja, ich bin mit Fabi zusammengeflogen, dann haben wir ja noch in Wien einen PCR-Test gemacht und sind dann erst rübergefahren, angekommen und haben eigentlich kaum jemanden gesehen erstmal aus dem ganzen Team. Haben noch Mittag gegessen und waren dann erstmal auf dem Zimmer, bis wir dann, glaube ich, in dieser Gruppe irgendwann gesehen haben, ja, wir haben jetzt doch nochmal neue Fälle dazu bekommen. Da habe ich erstmal Fabi angerufen und habe gesagt, ja, also jetzt haben wir noch die Chance. Aus Spaß, aber ja, dass das dann so endet, konnte natürlich irgendwie keine Ahnung. Naja, also es ist schon so, dass natürlich die Voraussetzungen überhaupt nicht leistungssportlich gesehen werden konnten. Also es ist wirklich so, dass wenn du in den Bus einsteigst und erstmal sagst, hallo, ich bin der so und so. Also gut, die kannten sich schon, aber erstmal gucken, wer ist noch alles da, so ungefähr, ist natürlich keinerlei professionelle Vorbereitung. Das ist im Prinzip irgendwie so im breiten Sport, wer könnten heute noch, wir sind ein bisschen wenig, wir brauchen noch einen aus dem Dritten, der vielleicht aushelfen könnte. Ja, ich habe Zeit, ich komme dazu. Das ist natürlich eine Sache, die ist untypisch und die ist auch nicht an der EM würdig. Die Situation als dann ich die Nachricht per persönlicher Nachricht auf meinem Handy dann bekam, bereite dich gut vor, du musst anfangen und Till kann auch nicht. Da dachte ich schon so, okay, fuck. Ja, ich habe jetzt irgendwie 2,5 Wochen wenig gemacht, war mehr oder weniger im Urlaub, habe 2-mal in Hamburg trainiert, einmal eher Eingewöhnung, einmal so ein bisschen mit Ball. Und okay, jetzt heute Länderspiel, 60 Minuten safe.
gut, kann man mal so machen. Andere Sachen fühlen sich wahrscheinlich besser an in dem Moment. Man fühlt sich nicht so richtig gut auf, nicht so richtig wohl und gut aufgehoben in dem Moment. Aber ja, ich hatte ja auch nichts zu verlieren. Es war klar, dass ich spielen muss. Und ich sagte ganz ehrlich, jeder denkt, dass sie gewinnen. Ja, die wissen ja auch, dass sie gewinnen müssen. Ja, und das ist so eine Scheiße für die, wenn die jetzt dann noch verlieren. Ja, und wir feiern jedes Team aus und haben und legen in der richtigen Stimmung rein. Und hab einfach Spaß. Hey, die Wichtigkeit für diesen Spiel, scheißegal, wir gewinnen nicht so. Wenn wir diese beiden Punkte haben, dann gehen wir in die Hauptrunde und wir können uns erlauben, ein Spiel zu verlieren und sind trotzdem 100% in der Mitte. Ja. Und wir treffen nach Russland, Schweden, Norwegen und Spanien. Ja. Wir können nicht alles schlagen, ja. Aber das ist ein bisschen ein besseres Gefühl. Oh, what a goal! That's brilliant! He's able to produce this moment of magic. 21-year-old with the ball. Oh, he did have the ball, now he's lost it. Oh dear, it's going to be trouble here. Morito, can he get past Bitter? No, he can't! Ich glaube, wir hatten alle so ein Gefühl von jetzt erst recht. Ja, und ich komme dann rein und ich glaube, ich mache direkt 3 Tore. Dass das so läuft, dann merkt man einfach, es ist heute ein guter Tag. Heute kann wirklich ein gutes Spiel, kann's werden. Ja, und dann genießt man es einfach und versucht, es konzentriert durchzuziehen und jede Aktion Vollgas rein da. So, dass, glaube ich, ja, die Hälfte der Mannschaft einfach in Quarantäne auf den Zimmern waren und die mussten ja auch versorgt werden und da hatte jeder seinen Paten, dem man dann das Essen vorbeibringen sollte und dann durften die in Quarantäne waren, ja, einen Wunschzettel ausfüllen und haben dann von ihren Paten das Essen aufs Zimmer bekommen. So, 31 Sekunden, der Mann hat Hunger. Ich hätte gerne Salat, also von einem Rudelsalat und von einem grünen Salat was, mit der roten Soße. Eine Suppe bitte und 2 Stückle vom Fisch mit Zucchini und was von den Kartoffeln. Ich trainiere jetzt gerade, also es kann sein, wenn du jetzt unten bist, bin ich unter der Dusche, weil ich bin jetzt gleich fertig. Und dann muss ich auch zum PCR-Test runter, also stellst du mir dann einfach vor die Tür. Danke dir. Jawohl, los. Kommt nicht. Und ich erinnere mich noch, dass wir uns morgens in der Tiefgarage getroffen haben zum PCR-Test. Und da ist ein legendäres Mannschaftsfoto entstanden von all den Infizierten, die in Quarantäne morgens dann in der Tiefgarage zu diesem PCR-Test mussten. Und das Mannschaftsfoto, muss ich sagen, war schon eine der besten Mannschaften, der ich dann als Trainer, in dem Moment sogar als Cheftrainer, beistand. Das war, glaube ich, schon die beste Mannschaft, die ich jemals trainiert habe. Und das war natürlich schon surreal, dass die Mannschaft eben nicht zur Verfügung oder in dem Moment eben nicht Alfred zur Verfügung stand. Aber da brauchen wir jetzt was, wir drunter machen können. Nee, wir brauchen was, was wir drüber machen. Vor allem. Wir brauchen ein sauberes irgendwas dazwischen. How hot is it?
I have no idea. Hot. Hot. Yeah. Wusstest du Angst? Don't do it, don't do it, don't do it. Because if you kill it, it's your. Warte mal, aber wird. Okay. Das Ding drüber, ja? Das muss nicht so hundertprozentig sein. Jetzt sieht man es noch. Ja. Finger machst du mal zur Seite. Mach mal den Ecken an. Now it's on max. Because here you have the line. You see it? Yes, yes, yes. This one. The main one, and now it's on max. Okay, good. Okay, now let it heat up a little bit more. And we have another try. Luke? Ja. Weiß ich heute Abend um 23 Uhr noch leben sollte? Ja. Dann du bügelst erstmal oder was? Der Oliver und. Michael und ich beflocken gerade Trikots. Sehr geil. Super Männer. Ein Team oder sowas, ne? Oder wie nanntest du das? Reframing, ne? Man muss auch seine Aufgaben einfach neu bestimmen. Mhm. Ja, 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 mhm. Ja, ja. Warte. Amazing. Yeah! Die geilsten. Sieht auf jeden Fall gut aus. Hoffen wir, dass es hilft. Jetzt wird es wirklich aberwitzig. Wir zeigen Ihnen mal ein Bild, das gerade gekommen ist. Da läuft nämlich, ich glaube, da sind wir richtig in der Analyse, ne? Christoph Steinert, eigentlich in Isolation, läuft in die Halle. Und scheint Blitzcomeback ganz offensichtlich gleich spielfähig zu sein. Also jetzt wird es wirklich schwer interessant. Wäre dann auf jeden einmal Fall einmal kurz in den Harztopf gegriffen und schon geht's los. Noch wieder eine Alternative. Wir kriegen das aufgelöst. Es ist so gewesen, dass wir im Prinzip bei Steini einen positiven Befund gehabt haben, den wir aber in einem Test hatten, den wir selbst durchgeführt haben. Es war kein offizieller EHF-Test. Und dann haben wir aber trotzdem von Steini auch ein Ergebnis bekommen von der EHF nachher wieder. Das hieß, okay, der ist überhaupt nicht positiv. Und dann haben wir gesagt, okay, dann rufe ich ihm an. Dann habe ich ihm angerufen, während wir in der Halle waren. Die Mannschaft war bereits am Anziehen oder auch beim Warmlaufen sogar schon. Dann sage ich, Steini, dein Test ist negativ. Sagt er sofort, dann kann ich kommen. Dann sage ich, ja, dann pack. Also wir hatten, das war ja mittlerweile dann eine Phase in dem Turnier, wo es dann, ja, wo sich jeder so gesettelt hatte und mit allem gerechnet hat. So. Ich glaube, wenn die Situation eine Woche vorher passiert wäre, dann hätte es Unruhe gebracht. Aber in dem Moment haben alle dann irgendwie mit so, ja, es ist so wie es ist. Kommt er, ja, er kommt noch zum Warmmachen, ja, der holt noch kurz seine Bandagen, da holt noch jemand seine Schuhe. Ja gut, super, einer mehr. So we'll see if he's up to game speed. Some defending to do. Weber over the top. And he sends the keeper. Oh, yeah, that's been pinched. Gomez should score. Does score. Spain from scoring. Got to. Makeda. But they can't do it, no matter how hard they try. Ich glaube, heute viel zu viele technische Fehler, dann auch freie Bälle verworfen. Das kannten wir so aus den letzten Spielen auch nicht. Und dann hat auch am Ende die Abwehr nicht mehr, oder in der zweiten Halbzeit vor allem, die Abwehr nicht mehr den Zugriff gefunden, den wir einfach brauchen. Drucks. Steinhardt, bit of pace. It goes alone and he's got it in as well. Is there room? Well, there was, but it's a save from Bitter.
Acosta goes alone. It's left four goals behind. Norway doing everything to stay in front and doing it well. Jetzt so kurz nach dem Spiel halt schwer. Ich glaube, wir haben uns in manchen Teilen gesteigert im Vergleich zum Spanien-Spiel. Aber man hat dann halt doch irgendwann gemerkt, dass wir einfach nicht die Automatismen, um dann halt in der Crunch-Time vielleicht so eine große Mannschaft auch zu bezwingen, nicht haben. Marc Schober, heute hat es weitere positive Befunde nach PCR-Tests in der Delegation der deutschen Handballnationalmannschaft gegeben. Es war damit ein Tag der weiteren Nachrichten und Gespräche zwischen allen an der ERF Euro 2022 Beteiligten. Zu welchem Ergebnis haben diese Gespräche geführt? Wir haben intensiv diskutiert mit den Spielern und mit den Delegationsmitgliedern, auch mit den Vertretern der Handball-Bundesliga und mit der Europäischen Handballföderation. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir es verantworten können, im Turnier zu verbleiben. Die Entscheidung ist recht komplex und wir haben die nach medizinischen Gesichtspunkten entschieden. Wir haben uns hier auch beraten lassen, auch natürlich nach sportlichen Gesichtspunkten, nach rechtlichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Wir haben ja im Prinzip nur noch gespielt, weil wir irgendwas Unfassbares erreichen können, dass wir keine Berechtigung hatten, eigentlich mit dem Verlauf. Wir haben keine Leistung entwickeln können. Wir haben Leistung abrufen können, aber wir konnten keine Leistung entwickeln. Wir konnten also auch nie sagen, mit dem und dem Trick, mit dem und dem Aufwand, mit der und der Vorbereitung können wir vielleicht mehr leisten, als wir eigentlich in der Lage sind. Und deswegen war klar, dass wir eigentlich, wenn alles normal läuft, jetzt irgendwann mal das Turnier verlassen müssen. Und hat schon lang genug gedauert, so ungefähr. Und demzufolge war die Luft eigentlich nicht raus und immer so ein bisschen die Hoffnung, vielleicht passiert wieder irgendwas Verrücktes. Ja, und irgendwann ist dann eben noch mal Schluss. Gottfriedsen in the center, receives it from Carlsbergard, long and grand. Gottfriedsen, oh, well, there's a classic. Jim Gottfriedsen shot, it looks for space, but oh, it's left behind. And away comes Sweden on the counterattack. Ball over to Hampus Vanha. This is his bread and butter. Oh! Peter did well, but not well enough. And down the other end, well, whatever you can do, I can do better, says Julian Köster. Ja, schon ein bisschen enttäuscht. Ich finde, die letzten zwei Niederlagen haben sich zum Schluss ein bisschen klarer angefühlt. Und ich glaube, mit ein bisschen Abstand wird man sagen, wir haben echt alles reingehauen und es uns echt teuer verkauft. Komm, Männer, hey, einmal noch 60 Minuten alles zusammen Gas geben und dann verabschieden wir uns mit einem guten Gefühl. Komm, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 6 Meter Area, if they need to. Hand up for passive play. Philipp Weber. Oh, and that's a nice in-flight pass. And Axel Kromer, nach diesem Sieg in der Hauptrunde, dem einzigen Sieg, brauchten Sie mal ein paar Minuten. Was hat Sie da alles vorhin an Gefühlen überfallen und übermannt? Ja, es ist unglaublich stolz auf die Jungs und haben sie gnadenlos verdient. Und wenn man das TV-Gerät hochkant stellen könnte, könnten wir ungefähr darstellen, wie groß der Stolz auf das Team sein muss und einfach nur Dankbarkeit. Weil Sie persönlich vielleicht auch immer ein bisschen hinter dem Team standen und auch an die Grenze selbst gehen mussten? Ja, alle haben immer alles gegeben, ich auch. Und bin einfach nur froh, dass es geklappt hat heute. Ja, guter Abschluss. Football. Aber Männer, jetzt sind wir, glaube ich, wirklich schon vollzählig. Wollt einfach euch einmal hier in dieser Gelegenheit auch wirklich ohne formellen Blabla einfach nur kurz und schmerzhaft vielen, vielen Dank für euren wahnsinnigen Einsatz und für eure Leistungen aussprechen. Absolute menschliche und charakterliche Weltklasse und dafür wirklich im Namen von allen, für die ich sprechen darf, vielen, vielen Dank für diesen Auftritt von euch. Und das tut uns als Sport mega gut. Und ich habe vorher schon mal gesagt, ob wir 7., 8., 9., 10. wären, ist eigentlich im Nachgang nicht wirklich relevant, sondern ihr habt es euch verdient, diesen 7. Platz zu holen mit dem Sieg von heute.
Und ihr habt auf jeden Fall unglaublich viel für unseren Sport und für die Zukunft geleistet. Und ich glaube, die allermeisten von euch, die Ambitionen noch für sich haben, manche werden ja vielleicht ein bisschen ruhiger wieder fahren wollen, aber diejenigen, die Ambitionen haben, werden in den nächsten Jahren die Chancen haben, eben auch den Sport weiter grandios mitzuprägen und Vorbild zu sein. Dafür vielen Dank.